Ich sitze hier in der Biogasanlage und es ist höchst spannend. Grundlastfähigkeit wäre hier gegeben. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Kraftwerke, von denen man hier auch die, die Dampfwolken sehen kann, wenn die jetzt zum Teil abgeschaltet werden, weil tatsächlich zwei von den Kraftwerken betroffen sind. Also es ist mega interessant. Wir sind ja hier dann als Dienstleister sozusagen ab 1. April tätig und kriegen natürlich dementsprechende Einweisungen, haben auch schon Nachweise gemacht. Und es ist echt interessante Geschichte. Ich möchte zu dem ganzen Thema einiges mehr bringen, weil natürlich die Grundlast gesichert sein muss in Deutschland. Wenn kein Wind weht, keine Sonne strahlt, dann muss trotzdem Strom da sein. Und ich bin gespannt, wie das Verhältnis sich ändert, wenn jetzt die Kohlekraftwerke zum 1.4. abgeschaltet werden. Und nochmal der Hinweis, man könnte auch die Grundlast mit den bestehenden Biogasanlagen in Deutschland betreiben und bräuchte jetzt nicht auf Wasserstoff zurückgreifen.